Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Arsch. Wir fahren jetzt zurück zum Hof und wir werden die Milch verkaufen. Das heißt, wir fahren jetzt noch zum Fußball und holen uns da die Milch. Dann verkaufen die beiden Besten mit der Bezahlung. Ne? Oder Molkerei oder je nachdem, was gerade haben möchte. Freizeit, ne? Und dann sehen wir weiter. Aktuell. Ja, düngen. Ja, die Bodentaute sind gefroren. Wenn sie garantiert meckern. Vielleicht können wir noch ein bisschen Mist fahren. BGH oder so. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wir werden mal sehen, dass wir jetzt mal ein bisschen auch Geld verdienen. Ne? Wenn wir gleich sehen, dass wir Schulden zurückbezahlen können, fahren wir hier vorne so ran. Für mich und schauen wir mal die Schulden zurückzahlen nebenbei und schauen wir mal, ne? Wir haben noch 2,3 Millionen Schulden und jetzt werden wir mal locker das Geld, was wir jetzt haben, zurückzahlen, damit unsere Zinskosten immer weniger werden, ne? Denn das ist ja unser Ziel, möglichst wenig keine Zinsen mehr zu zahlen irgendwann mal. Und haben wir nur noch 1,7 Millionen Schulden und wir haben Milch drin. Mal gucken, was am besten wir am meisten zahlt. Hocken, Mist, Malz. Also Käse können wir noch nicht erstellen, wir haben noch keine Molkerei. Also da heißt es Geduld haben. Sahne, ja, Vollmilch auch nicht. Denn wir haben keine Molkerei, wir können Milch verkaufen. Müsste eigentlich mal da vorne sein. Heu, Silage, Futter, Milch. Über wenig heute, ne? 1200 ist aber wenig. Na gut. Die Milch ist ja normalerweise nicht lange haltbar, also die muss ja eigentlich normalerweise schnell verarbeitet werden. Die Rohmilch zum Bäcker deswegen hin muss, ist die andere Frage. Da denkt man eher mal nicht. Normalerweise geht es ja zuerst zur Molkerei und dann entsprechend, indem man das also nach Vollmilch, Butter, Sahne entsprechend getrennt hat, die entsprechend dann beide gegeben zum Verarbeiten. Wie zum Beispiel Bäckerei brauche ich ja in der Regel die Butter, ne? Weniger die Milch, am Milch sogar die aufzukochen und so, ne? Ja, ansonsten Butter für, ja, sind ein bisschen repetiert. Aber das macht nichts, wir werden mal mit einem Gegenfahren, ne? Das ist ja auch kein Problem. So. Hinter mir links. Ja, am Schlachter vorbei, ne? Das läuft ja auch ganz gut. Die Schweine, das ist super, das Hopfen haben wir ein paar zusammengekriegt, das ist noch wieder mehr. Und wir jetzt warten, bis wir mehr bekommen. Ne? Vor allem das richtige Alter. Wenn nicht so jung ist. Wenn wir mehr Gewicht zu haben, in dem Fall ist es besser für uns, wir haben dann mehr Masse. Ne? Wo Schweine normalerweise ein Dreivierteljahr ungefähr immer rechnen müssen. Ne? Also, man sagt so allgemein, bei Tieren allgemein, je älter, umso zäher wird das Fleisch. Das trifft auch auf Schweine zu, wenn wir jetzt eine alte Sau haben, die jetzt mehr oder weniger Ende erreicht, also natürlicherweise sterben würde, wird man die eher
was zu Wurst verarbeiten, ne? Aber nicht mehr zum Pritzel. Wird keiner beißen können, denke ich mal. Oh, Schnitzel, das können wir ja am Essen. Wäre eine Option, ne? Noch haben wir es da. Ich muss im Montag einkaufen fahren. Ich bin gespannt, was die Läden da alle leer sind. Die haben eine Panik und wenn sie nicht hungern werden. Also Feiertag ist schon schlimm, wenn Feiertag ist. Wenn ein Montag ein Feiertag wäre, theoretisch, das wäre schon eine Katastrophe. Aber ja, jetzt ist es ja noch, ich glaub, noch schlimmer. Ja, immerhin, ne? Wir hätten das mehr haben können, ne? Aber für, naja. Wir haben hier Sonnenschein im unter dem Arsch, ne? Schön Norden. Ich fahre jetzt zurück zum Hof. Wir könnten gleich nochmal Wasser auffüllen lassen, ne? Das könnten wir machen. Hätten wir abbiegen müssen, oder auch nicht. Wir fahren jetzt mal zum Dings hin, zum Verpackungsfabrik. Und wenn der vor Ort Wasser auffüllen. Das kann er nebenbei laufen. Und dann können wir darum kümmern, dass wir einmal Mistlieferung zur BGH bringen. Mit einem schnellen Taktum. Hier so am Wasserbehälter hinstellen nochmal Deckel auf und auf dem Arsch. Das dauert ja wie gesagt eine Weile, aber deswegen können wir ja was anderes tun, ne? Ne, den nehmen wir nicht. Wie gesagt, einen schnellen Traktor, außerdem ist der belegt für. Das sind die beiden Mods. Die gehen in Pflegereifung. Die Kuh gerade gerülpst. Wir hatten doch einen Traktor gehabt. Ach, das ist da hinten. Ah, ja, den nehmen wir gleich. Den schnellen. Ah, wieder Mist gemacht hier. Namen, das machen wir. Kippen wir Ding aus, ne? Und der ist ziemlich schnell, der macht 70 km/h, dann werden wir mal kurz enger austauschen, ne? Wir haben ja genug Mist, das ist ja, muss ja auch weg, ne? So. Mal schauen. Den Baum sollen wir hier verschenken, ne? Neulich so einen schönen Witz gehört, wo der Bauer sagte, die Kühe haben alle Namen und die Kühe wissen auch, wie sie heißen. Die horchen auf den Namen, sagt der andere. Jo, das ist keine Kunst. Das steht ja da schriftlich auf der Kreidetafel. Ne? Auf der Tafel wird Kreide geschrieben, die Kühe heißen. Da kann man auch wissen, wo man heißt. Ne? Ja, aber das waren noch Zeiten, wo man die Bauern mit wenig Kühen unterwegs waren. Ne? Und heute ist es gang und gäbe, dass die Tiere Maße sind, also eine Nummer, ne? Wenn man so eine coole Bezeichnung hat, ist ganz gut, weil man muss ja auch im Endeffekt wissen, wie alt die Kuh ist, was für eine Vorgeschichte die Kuh hat, was für eine Krankheit und, ne? Dann kann man ja dann entscheiden, was dann wichtig ist, ne? Ob man die Kuh dann verkauft oder noch behält. Ah, oh, der erste Mist ist da. Aber das sind normalerweise Kälber, die doch von der Masse her müssten eigentlich weniger Futter brauchen, ne?
Ich werde trotzdem was nachliefern, aber nicht so viel wie bei großen Kühen. Sobald die Kälber dann erwachsen sind, gehen sie in den Hungerstall zurück. Aber die alten Kühe werden noch lange nicht verkauft. Die bleiben ja noch eine Weile erhalten. So, wenn wir dann mit BGH wieder starten, ne? Ja, hier bringt der Mist leider nicht so viel ein wie in Thüringen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist ja auch nebensächlich, ne? So. Die Anzeige reagiert nicht. Auf Mist. Das ist nicht so eingestellt. Wir werden mal ganz kurz zurückfahren. Und dann werden wir mal kurz. Ja, das stimmt nicht. Aber habe ich nicht aktiviert. Im Grunde müssten wir eigentlich vielleicht nimmt das auch mit, mal sehen. Solange hier das nimmt, annimmt, ist gut. Denn wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Notfalls kann man noch ein Förderband. Ja, und das ist wieder nicht so. Ist ja meistens auch ein bisschen enttäuschend, wenn man hier hinkommt und man sieht das im Prinzip fallen, in Wahrheit ist es läuft nichts. Das denkst du auch, ach das läuft alles, alles super. Nö. Zurückfahren tun wir keine Silage. Das Ding ist noch voll. Wenn sie mich voller Weg. Müssen wir noch arbeiten. Verarbeiten. Viel mehr. So. Ich wollte mal schauen, wie mit der Fräse besser ist. Eine Fräse kostet ja kein Geld, ne? Zum Beispiel. Also als Ausgabe hier. Könnte man ja die Silage ein bisschen nachhelfen, ne? Das Gewicht werden wir hier ablegen. Mal schauen, wo am besten, wo es auffällt, wo es wieder finden. Denn ich kenne mich am besten, wenn ich etwas weggelegt habe, dann ist es weg. Nach dem Motto, ist ja weggelegt, ne? Das legen wir hier so zu. Neben der Fräse. Müssen wir nur vorne aktivieren. Und dann holen wir uns eine Fräse vom Bachhändler. Wir haben ein bisschen Geld bekommen von der Milch. So teuer ist das Ding nicht. Ob der jetzt rumkommt. Das Problem ist, dass das Rad hinten bei der Deichsel anstößt beim Hänger. Lenker geht da ran, Mikrofon. So, so, das. Mikrofon ist so eine Sache. Ist zu weit weg, bin nicht zu hören. So dicht dran, bin nicht zu sehen. Oh, aber Glück gehabt, dass wir die Leitplanke. So, Dinger kaufen hier. Das ist ja neu, ne? Mit dem Shop. Zum Beispiel hier. Im ruhig gehen. Gerätschaften. Wo haben wir es gehabt? Und der Diverses, glaube ich. Und zwar das hier. Ich meine, dass die. Und die kann Schnee. Und kann auch alles. Wir nehmen diese hier. Und die kostet, ja, nehmen wir rot, ne, so wie die Traktor. Und für 7.000 oder 6.000 kann man kaufen. Jo. Und zurück. Oh, da steht sie ja. Braucht nur einen großen Hänger, mal sehen.
Können wir noch einen leisten? Ja, eher nicht, aber. Ob die auch Schnee kann? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Mist kann. Und Silage. So. Großer Hänger. Halt erstmal Geld brauchen wir. Geld. Wieder Schulden. Aber ich möchte einen großen Hänger zeigen, ne? So. Der Mist bringt ja auch Geld ein, mal zu sagen. So, zurück. Jetzt können wir die Mist nicht von der Schweine nehmen. So. Ich bin schon wieder unscharf. Das ist nicht gut. Kurz zumachen. Wieder auf. Blöde Kamera. Und bin ich so weit nach links. Irgendwie meine Haus. Die Wand. Nebenraum. So, Hänger großen. Das heißt. Einen großen Hänger, wo viel reinpasst. Hier zum Beispiel. ...42.000, den haben wir übrigens, ne? Den wollen wir nicht haben. Soll ja was bringen, ne? Wenn das genauso groß wie ich ihn habe mit 47.000, dann brauchen wir keinen kaufen. Ja, da gibt auch nicht mehr, ne? ...46.000. Da geht kein Mist rein. Aber das ist ein kleiner, das bringt dann auch nichts. Müsste auch Mist gehen. Rein theoretisch, da könnte sein. Aufbau. Den hatten wir noch nicht gehabt. Aufbau. Na, dann brauchen wir nicht kaufen. So, liebe Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss und winke winke, ciao, ciao. Ja, aber es geht weiter in der nächsten Folge mit Mistfahren, und zwar von den Schweinen. Tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Und schönen Dank fürs Reinschauen.